In diesem Video. Okay, das wird jetzt sehr interessant, meine Freunde. Ich weiß nämlich nicht, wie ich da hinkomme zu dem Ding. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wie gesagt, wäre, dass ich die stehenden Steinblöcke da oben hin mache. Aber wegen dem Wind kommt ja denn die Kugel da nicht durch. Und wie wollen wir das innerhalb der kürzesten Zeit sowieso dorthin bringen? Das macht alles keinen Sinn. Moine, meine Lieben! Zelda-Freunde! Damit herzlich willkommen wieder zurück zu Zelda Breath of the Wild. Heute geht es in das allerletzte Gebiet, was wir noch in diesem Spiel zu erkunden haben. Ich bin jedenfalls sehr gespannt drauf, weil vor allem auch mehrere neue Crocs kommen. Wir haben noch einen Irrgarten vor uns, den wir auch in Angriff nehmen werden, denke ich. Und ich glaube, noch circa 10 Schreine sind noch offen. Was ist das eigentlich für ein Schatten? Den Schatten erkenne ich gar nicht. Ach, wegen dem Drachen. Ja, moin. Gruselig. Wenn der so in über einen fliegt, ne? So, aber zuallererst werden wir natürlich den Turm der Türme wieder aufsuchen, der dort ganz hinten in Eck ist. Das ist der allerletzte, den wir brauchen. Oh, bin ich glücklich. Also irgendwie bin ich schon ganz schön stolz darauf, dass wir das überhaupt bis hier hinten hin geschafft haben. Die Quests werden natürlich noch kommen, die weiteren Quests. Wir machen ja sowieso gerade hauptsächlich die Schreinquest fertig. Und später kommen natürlich noch die Rest der Missionen, die es natürlich dazu gibt und, und. Ich habe aber auch gehört, dass man die Sachen sehen kann, auch die 100% Anzeige, ob man alles hat, wenn man Ganon besiegt hat. Jetzt ist es eure Sache. Möchtet ihr denn, dass ich nach der Erkundung mir sage, wir gehen erstmal zu Ganon und besiegen ihn? Oder ihr sagt, ich mache das alles ohne den zu besiegen, sondern macht das erst ganz am Ende, um zu schauen, habe ich nun die 100% oder nicht? Das lasse ich euch in euren Händen offen. Das könnt ihr mir gerne schreiben und sagen, was ihr möchtet. Ich höre da voll und ganz auf euch und bin da tatsächlich gespannt, was ihr mir dazu antworten werdet. Ob ihr halt eher möchtet, dass wir das spontan ermittelt bekommen oder spontan dann sehen. Oder ob ihr sagt, nee, komm, mach erstmal schon mal den Kampf gegen Ganon und dann kannst du danach die ganzen Ruhe mit allem anderen auseinandersetzen. Weil an sich würde das auch kein Problem sein. Ich habe auch von guten Leuten, guten Freunden eine Hilfe bekommen, wie ich zum Beispiel an alle Quests komme, geschweige andersherum, wo ich denn alle Quests finden kann. Und das ist ja auch in dem Sinne kein Problem. Und ich glaube, das letzte Gebiet wird ein Schneegebiet. Hier bin ich jetzt eigentlich absolut nicht vorbereitet drauf, weil ich dachte, Schnee ist schon Ewigkeiten vorbei, wir werden nichts mehr schneemäßig bekommen. Doch, doch. Respekt. Also finde ich gar nicht mal so schlecht. Und der Turm ist auch gar nicht so schlimm verstaut oder versteckt. Ich glaube, das Gebiet wird auch sehr angenehm. Na gut, es wird ein bisschen gebirgiger, ja. Okay, kann man zugeben. Könnte also ein bisschen Stress noch geben. Ja, Stress mehr oder weniger. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, wird eigentlich recht chillig. Bin nur gespannt, ob wir noch 10 weitere Schreine hier finden oder ob halt die DLC-Schreine mit zu den 120 zählen. Laut Internet nicht. Laut Internet wären es denn 132 Schreine, glaube ich. Entschuldige. Du bist mir aber voll in den Weg gelaufen. War absolut gelogen, aber egal. Muss er ja nicht mitbekommen, ne? So, ich glaube, hier müssen wir hoch. Flo? Du hast mir sehr viele gute Dienste erwiesen, aber dich brauche ich jetzt in dem kurzen Moment nicht. Boah, vor allem, dass wir den Turm so schnell finden, hätte ich nicht gedacht. Wisst ihr noch den anderen Turm, den wir bei dem Wald der Crocs gesucht haben? Eieiei, hat der lange gedauert. Hebra-Turm. Lass mich raten, hier muss ich entweder Feuer benutzen oder ich mache den smarten Move. Und nimm natürlich unsere Flugfähigkeit. Die super, super wichtig ist, ich sag's euch, ne? Ohne die wären wir eigentlich absolut unfähig, hier überhaupt durchzukommen durch das Spiel. Oder zumindest ich wäre dazu unfähig. Sehr schön.
Freunde, das letzte Gebiet. Oh, der erste Teil der 100%, die wir haben. Und zwar alle Gebiete einmal offen zu legen. Ich freue mich. Sehr schön. Dann schauen wir uns gleich das Ganze an. Es müsste auch nur tatsächlich eher eine Erinnerung irgendwo hier geben, die wir noch nachholen müssen. Nicht nachholen, die wir noch holen müssen. Aber ich glaube, dann sind wir soweit durch, ne? Was den Erinnerungen angeht. Oh, das wird schön. Erstmal gucken, wie groß das Gebiet überhaupt ist. Oh. Die gesamte Karte wurde hinzugefügt. Da war auch nur der Beweis. Wir haben die komplette Karte. Und jetzt haben wir hier Tabanta Schneefeld und Hebra Berge. Okay, das wird also ein bergiges Biom. Ein bergiges Spiel. Was sind das hier unten? Achso, das war der andere Schrein, genau. Ja, das heißt, wir werden jetzt hier hinten aufmachen. Dort gibt es nämlich für uns eine Aufgabe. Die werden wir als erstes schon lösen, bevor wir hier irgendwas anderes machen. Ich sehe da hinten, by the way, einen Schrein. Aber dazu kommen wir alle später. Wir machen aber erstmal wirklich die Sache, wo ich mir sicher bin, dass wir was abholen können. Mal gucken, ob wir das gleich hinkriegen, weil ich weiß nicht, ob das der schwerste sein wird. Vielleicht wird er auch richtig simpel. Aber das sehen wir ja dann zu gewisser Zeit. Wir müssen jetzt nur ein bisschen unterwegs sein. Nebenbei gucken wir uns auch ein bisschen um. Ich habe hier nämlich noch in der Nähe einen Stall gesehen eigentlich. Glaube ich zumindest. Oder ich bin da vorbeigeritten. Immerhin, Schneewölfe gibt's. Und Schneeesel. Esche. Esel? Da wird von mir. Boah, da machen wir einfach jetzt den Schrein mit, weil ist ja relativ Wurst, wenn wir den Schrein, den sehen wir ja immer auf der Karte. Die Crocs nicht. Die würde ich dann selber zusammensammeln. Aber bei den Schreinen ist eigentlich ja kein Problem. Ach komm, guck mal, der ist nebenan. Freunde, also wenn wir den nicht machen, dann weiß ich auch nicht. Da haben wir dann wenigstens eine Abkürzung, komm. Guck mal, ach, der ist sogar... Ja, der ist sogar neben den, ihr sagt schon. Neben den Stall des Schneelands. Damit müssen wir das auch abgeschlossen haben. Die Stelle zu bekommen. Und dann gehen wir mal rein in den Rimosa-Schein. Oh, der hört sich auch schon so edel an. Okay, der scheint auch ein bisschen was zu beinhalten. Windschutz. Wir müssen also die Kugel dort nach unten bringen. Wenn ich es jetzt richtig sehe, ne? Also, ich will ja nichts sagen, ne, aber... Fertig. Oh. Oh! Ich verstehe. Shit, wir müssen den unten hinpacken. Der muss vom Wind getrieben werden. Nicht vom Wind geschützt, sondern getrieben. Oh mein Gott, aber warum gibt es denn hier solche Steine? Ach, für dich zum Beispiel. Weil du dürfst ja nicht den Wind weitergeben. Guck mal, weil der Wind, der muss hier runter. Der bläst an der Seite. Von der Seite bläst es nach vorne. Wir brauchen noch einen Stein. So. Und dann sollte das eigentlich hier durchkommen, hier nach oben und hier hin. Es ist halt eine Sache eines Wettrennens, wenn man es so nimmt. Ah, das müsste funktionieren, oder? Ja. Oh mein Gott, ist das geil. Das ist satisfying, Freunde. Wir müssen dennoch...
Die Truhe finden, ne? Achso, da hinten. Und wie mache ich das mit der Truhe? Oder? Warte mal. Kann es sein, dass ich die Dinger brauche da unten? Ja, aber wie soll ich denn hier hochkommen? Den Dingern. Okay, das wird jetzt sehr interessant, meine Freunde. Ich weiß nämlich nicht, wie ich da hinkomme zu dem Ding. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wie gesagt, wäre, dass ich die stehenden Steinblöcke da oben hin mache. Aber wegen dem Wind kommt ja denn die Kugel da nicht durch. Und wie wollen wir das innerhalb der kürzesten Zeit sowieso dorthin bringen? Das macht alles keinen Sinn. So, also wir müssen ja erstmal runter, ne? Wir müssen ja erstmal runter. Dann müssen wir doch die Beeren wahrscheinlich da hoch machen. Also ich versuche jetzt einfach mir was aus, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Wäre zumindest das Einzige, was mir im Kopf kommt. Weil anders kommen wir ja nicht ran. Vielleicht müssen wir das so machen, dass wir... Ehrlich gesagt ist das zu schwer. Ups. Na, ist ja nicht so schlimm. Das können wir später noch justieren. Weil der Wind bläst ja nur von dort nach dort, nach dort, genau. Und da wir ein bisschen Zeit brauchen, gucke ich mal, ob das geht hier. Zack. Und dann runter, jo. Hohoho. Ah, oh, Alter, war das eng. Okay, das funktioniert halt wirklich. Hätte ich nicht gedacht. Perfekt, und so kommen wir an die Truhe. Also eigentlich ziemlich einfach, wenn man es so nimmt. Nur darauf zu kommen, ist jetzt, finde ich, auch nicht so einfach. Aber das wäre die einzige Lösung gewesen. Ich hoffe, die war auch die richtige. Also dementsprechend, ich denke mal nicht, dass die so falsch war. Aber Schrein haben wir und das ist alles, was zählt. Freunde, let's go rein in die nächsten. Das müsste jetzt der 8., nee, der 7. sein. Oh. So, schreintechnisch sind wir schon fast auch bei den 100%. Da fehlen uns halt einfach nur noch 13 Schreine an der Stelle. Schon mal so pauschal gesagt. Ach, Flo, hör auf zu. Hör auf, dich zu sträuben, Flo! Sonst gibt's Ärger, kannst du glauben. Dann kommt die Fleischpeitsche wieder raus. Hinterfragtet nicht, Freunde. Hinterfragtet nicht. So. Aber es ist sehr eben. Ich muss sagen, die letzte Fläche ist tatsächlich sehr eben und leider ein bisschen trostlos gebaut. Also finde ich zumindest, ne? Ich bin halt aber auch Meckerlieschen hoch 10 manchmal. Zumindest was so Dekorationsgegenstände angeht. Weil Schneelandschaft schön und gut, aber wenn die halt so traurig leer ist... Alter, das ist noch ein Schrein, was? Hier sind zwei Schreine in der Nähe. Geschenkte Schreine, wenn ich mal bitten darf. Komm, aber wir machen jetzt wirklich als erstes den Irrgarten, bevor wir den Schrein eingehen. Vielleicht, ja, obwohl ich glaube, wenn wir den Irrgarten machen, dann schaffen wir den Schrein auf jeden Fall nicht. Andersherum, wenn ich aber jetzt diesen Schrein mache, dann schaffe ich den Irrgarten nicht. Und ich glaube, ich will den Irrgarten als erstes. Ich dachte, das wäre ein Mensch hier. Gut. Christian, du kannst auf jeden Fall Menschen unterscheiden. Hier ist auf jeden Fall ein Krog, das sehe ich schon vom Weiten. Wollte da nicht abspringen. Okay, den merken wir uns vor für später. Oh Gott. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich habe einen Wolf umgenietet. Oh nein, ein Leune. Oh nee, bitte lass mich in Ruhe mit diesen Viechern. Die sind die anstrengendsten Gegner. Die immer noch nur ihr Revier verteidigen möchten, ne? Versteh ich aber. Flo, du bist so eine Pissritze. Okay. Bist aber auch ein bisschen anstrengend, ne? Jetzt würdest du es wissen, Flo. Runter. Du brauchst ja nicht auf Trab gehen. Runter hier. Mein Ross. So, Schwein wird um mir laufen. Das denn funktioniert, Junge. Das ist fette Warzenschwein. Weißt du, Flo kommt an, rennt rum und dann bringt er die Warzenschweine um. Oh, guck mal, der ist einfach über uns rübergesprungen. Hat einen Frechdachs.
Und der hat einen anderen Eingang. Jetzt bin ich gespannt. Nördliches Ölschloss, Freunde. Verwirren wir uns in diesem Schloss. Wer auf diesen Klippen weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Wer das Labyrinth durchquert, dem wird Glück und Segen gewährt. Tja, Flo, du bist unser Mann hier bei der Prüfung. Prüfung auf der Klippe, okay. Oh, nee. Das ist so ein Ding. Okay, perfekt. Also, perfekt eher weniger. Oh, warte mal. Dann muss ich jetzt die Karte wieder nutzen. Einen kleinen Moment. Ich werde jetzt ein bisschen hier versuchen, uns auf der Karte zu orientieren für die ein oder anderen Kissen. So, safe ist hier hinten erstmal eine Wasserkasse. Sehr schön. So, hier hinten ist auch noch eine. Ah, man möchte ja gucken wegen den Truhen, ne? So. Ein Glück hat man die Karte. Ich sag mal ehrlich, so wie es ist, ne? Hätten wir die Karte nicht, werdet hier auf jeden Fall eindeutig viel zu schwer. Weil, also zumindest für mich, weil ich mit meinem Orientierungssinn ein paar Probleme aufweise tatsächlich. Ich kann mich orientieren. Heißt nicht, dass ich nichts kann, aber ich habe manchmal so eine Schwäche in den Phasen, wo ich dann wirklich mein Gehirn einfach ausschaltet und alles vergisst. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht, ob das so eine komplett Reset-Funktion meines Gehirns ist, aber die ist sehr anstrengend, das kann ich euch schon mal mitgeben. Also falls ihr selber sowas habt, ne, mein Beileid, das ist ganz schön anstrengend. Ach stimmt, es gibt ja auch wieder diese Dinge, die sieht man ja nicht auf der Karte. Aber hier ist auch Menge. Also, ich habe den anderen, die anderen Urgarten besser im Kopf gehabt. Geschweige schöner, strukturierter. Und vor allem auch mit mehr Innovation. Oder liegt das jetzt an mir? Also zumindest waren hier Kisten und allem drum und dran. Okay, Christian. Gut gesagt, da hast du deine erste Kiste, die du haben wolltest. Mit, ja, das nehme ich natürlich gerne an mich an. So, hier unten können wir auch durch. Ich würde schätzen, da geht es nur in diesem mittleren Abteil, wo wir vielleicht eventuell nochmal was absnacken können. Eventuell, habe ich gesagt, aber es ist tatsächlich nicht der Fall. Immerhin wissen wir, wie wir da reinkommen. Schön. Gut, dann gehen wir aber wieder zurück. Weil wir müssen ja jetzt in die obere Abteilung hier. Ins nördliche Schloss. Und abgehen. Hier ist noch ein Weg. Ich würde einfach nur die Außenwege abklappern. Innen brauchen wir ja nicht viel gucken, weil ganz ehrlich, innen gibt es nichts. Oh, guck mal, Gegner weg. A Batman. So, ich gehe dann auch wieder nach Jans nach oben. Kann es sein, dass die Schätze einfach ganz oben versteckt wurden? Also ich sehe es nicht als negativen Punkt an, ich wollte nur mal erwähnen, ob das der Fall sein könnte. Weil vom Aufbau, die ganze Struktur hier sieht auf jeden Fall so gut aus. Warte mal, wir haben eine schlechte Waffe in der Hand. So, nämlich. Ich würde ihn nämlich hier weghauen. Der hebt mir nämlich ein bisschen auf den Schnürsenkel. Hinten ist, glaube ich, noch einer, ne? Oho. Holzpfeil, Feuersteine. Hinten ein Lagerkistchen. Ist jetzt nicht allzu berauschend. Ja, ist jetzt kein dicker Loot, den ich erwarte oder so. Aber Kleinvieh. Das ist ein neuer Schild. Ein Hasenschild. Schick. Das hat sich gelohnt auf jeden Fall. Das war selten nicht. Hier vor allem die ganzen Pfeile sind auch selten. Oh.
Oh, das war richtig von hinten. Okay, cool, cool, cool. Oh, oh. Der wurde rasiert. Also das war tot. So, wo ist der andere Typ? Was? Der ist auch durch den Blitz gestorben. Stahl-X-Halfos-Bogen. Oha. Okay, wir finden jetzt krasse Sachen hier. Also wirklich neue Sachen sogar. Ich gebe mal meinen Respekt ab, ne? Die Truhe nehmen wir auch mit. Mushin-Großschwert. Plus 19. Oh, weil wir hatten mal unser altes Mushin-Schwert ja weggehauen. Ja, wisst ihr, dann hauen wir das weg. Also 69 Angriff für ein Schwert ist schon anders wild. Also das ist wirklich schon anders wild. Aber ich finde, ich muss sagen, der Speer gefällt mir auch sehr gut. Wie sieht es bei euch aus? Habe ich euch schon? Nee, dich habe ich noch nicht. Doch, habe ich. Aber dich noch nicht. Exalfor-Schild. Nehmen wir auch mal auf, damit wir das schon mal hatten. Damit das Fragezeichen nicht weggeht. Und ich höre hier noch einen. Was liegt denn hier eigentlich auf dem Boden? Meteorstab. Haben wir schon leider. Oder ist es stärker? Nee, wir können es nicht aufnehmen. Starke Lanze. Okay, nur hin. Wenn wir erstmal kurzzeitig ignorieren, solange wir halt noch nach Items suchen. Ah, hier hinten gibt es gar nichts. Interesting. Hallo, mein Freund. Ich habe gehört, Sie wollen Stress. Boah, jetzt will ich das Großschwert mal ausprobieren. Okay, das zwiebelt rein. Das zwiebelt wunderbar rein. Oh, ist das sexy. Das ist wirklich gut. Das sollten wir vielleicht für den Endboss aufheben. Bin ich ehrlich zu euch. Da würde ich sagen, das nehmen wir für den Endboss. Und dann nehmen wir hier das Elektro-Großschwert auf 32. Für die schleppischen Gegner reicht das ja. Sagt er jetzt mit den schleppischen Gegnern, ne? 5 Minuten später heult er rum, weil er gestorben ist. Obwohl, so schlimm war es noch nie, ne? Huch! Ja, hier war ich falsch abgebogen. Aber schön, dann sind wir jetzt, glaube ich, überall durch. Hier ist nämlich noch eine Truhe und dann müssten wir nur noch in die Mitte reinkommen. Fragt sich nur, wie am besten. Oh, mal 100 silberne Rubine, die brauchen wir sogar. Also sehr dringend. Kann es sein, dass wir so weit außen langlaufen mussten, dass wir hier durch müssen? Hm. Ja, ist halt die Frage, ne? Hier ist halt kein Kopf, kein gar nichts. Womit wir das wegmachen können, die Grütze. Okay, aber wir merken uns vor, hier ist, glaube ich, die Station gewesen, wo wir hätten reinkommen können. Dann schauen wir uns weiter um. Dann ist das kein Problem. Vielleicht haben wir ja noch Glück, irgendwo was liegen zu sehen. Mitzunehmen oder einen geheimen Gang vor allem zu entdecken. Hm. Geheimer Gang mitnichten drin. Du bist ein Sackgesicht, du Octocock-Killer, ey. Entschuldige, Freunde, für meine Schrecken an der Stelle. Aber ich habe irgendwie erwartet, dass hier kein Octo mit so einem Panzer auf den Kopf kommt. Fand ich jetzt nicht so witzig. Okay, jetzt wird's tatsächlich kompliziert. Weil jetzt in das Irrschloss durchzukommen, nicht ganz so einfach. Eigentlich von irgendwo von der anderen Seite auch die Grütze. Naja, ich höre es sogar schon. Bitte lass den Auge sein, dann können wir wenigstens das wegjagen.
Guck mal, hier. Ich glaube, wir sind richtig. Ich glaube sehr, wir sind richtig. Oh ja, oh ja. White, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann aber sein, dass wir jetzt auf der anderen Seite das gleiche machen müssen. 300 Rubin. Oha. Mit so viel Geld hätte ich jetzt nicht erwartet. Muss ich hier oben lang? Nee, 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 da oben ist einfach nur dicht. Warum auch immer. So, aber wir haben es jetzt frei gemacht, ne? Können wir jetzt hier rein? Ey, auf irgendeiner Seite wurde ja offen gelegt. Und ich glaube... Ja, und ich hoffe auch, dass es jetzt der Teil ist, wo wir eben waren, wo wir gesagt haben, hier fehlt ein Auge. Wo es in diese Ablage reinging. Versteht ihr, wo ich meine? Ich denke, ihr wisst, wo ich gleich hinrenne. Hier eins weiter oben war das. Genau, hier haben wir den Okto gekillt und dann müsste ich hier irgendwo in den Mittelgang ganz weit durchgehen. Okay, hier oben vielleicht. Hier müsste doch gewesen sein, ne? Und dann auf der rechten Seite, da war ja dann diese, die Versperrung. Genau, und die ist jetzt weg. Und mit der hier haben wir uns diesen Weg erschaffen, der uns wohin bringt? Huh. Hier. Putsch. Halt dich doch nicht fest. Ah. Okay, okay. I see and I understood. Verstehe, Freunde. Hier müssen wir rein. Wie kriegen wir die eigentlich erledigt? Aha, okay. So, und danach müssen wir den hier schieben und dann sollten wir eigentlich das geschafft haben, das Rätsel. War okay. Also war jetzt nicht schwer. Was? Was? Hä, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Ich verstehe nicht. Hä? Hab ich jetzt irgendwas fehlkalkuliert? Ich war mir jetzt hundertprozentig sicher, wir haben es geschafft oder so. Oh mein Gott. Haben wir auch, aber ich bin fehlgelaufen. Aber der Fehllauf war auch wiederum gut. Weil wir dadurch noch eine Truhe bekommen haben. So, und hier sind wir beim Katsatoki-Schrein. Oh, schauen wir uns mal diesen wunderbaren, schönen Schrein von der Nähe an. Ich habe, by the way, wieder die Vermutung, es ist genau ein geschenkter Schrein. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ihn geschafft. Wir haben den Irrgarten abgeschlossen. Damit haben wir alle Irrgarten des Spiels durch. Kriege sogar noch eine Barbarenhose. Barbarenhose. Und damit haben wir das Barbaren-Outfit übrigens durch. Das ist jetzt auch komplett. Und allgemein haben wir jetzt zwei weitere Herzteile eigentlich für uns, ne? Achte, genau. Fehlt nur noch ein Herzteil. Und damit, meine Freunde, würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch von diesem wunderbaren Part. Wir haben einiges geschafft heute. Und wir können uns eigentlich relativ stolz darüber sein, dass wir jetzt im allerletzten Gebiet weitermachen. Verpasst also keine weiteren Folgen mehr, weil ab jetzt wird es sehr viel, naja, noch ein bisschen Grinding geben. Aber dann wird es wahrscheinlich eher in Richtung Quest alle drum und dran gehen. Freut euch drauf. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend. Denkt an die Playlist, die ist verlinkt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denne und ciao.